Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich mir bei diesem Kniestuhl einen neuen Kratzschutz gebaut und konstruiert habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wenn ihr keinen 3D-Drucker habt und sowas nicht konstruieren könnt, dann könnt ihr natürlich auch Filzgleiter verwenden. Dazu verlinke ich euch unten Produkte rein. Was ich nur festgestellt habe, durch das, dass das eine durchgehende Stange ist bei diesem Stuhl, kann es dazu kommen, dass der in der Mitte eben anfängt zu kratzen. Deswegen wollte ich da ein bisschen einen Absatz. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte auch ein Isolierband nehmen und da ganz, ganz viele Umdrehungen auf den Stuhl drauf machen. Dann hätte man auch ein bisschen einen Abstand. Aber jetzt zeige ich euch, wie ich das mit dem 3D-Drucker gemacht habe und mit dem Stoff. Ich habe dann im ersten Schritt eine relativ einfache Kontur konstruiert, habe da quasi so eine Art kleines, kurzes Rohr gemacht, habe das ausgeschnitten, damit sich das ein bisschen dehnen kann, habe dann auch zwei Löcher reingemacht, um das Ganze zu verschrauben und habe das Ganze dann auch ein bisschen abgerundet, ja. Das hatte dann nur im Nachhinein, hier seht ihr jetzt den 3D-Druck dazu, hat ein bisschen den Nachteil, wenn ich da einen Stoff quasi wie einen Strumpf aufgezogen habe, dass der Stoff doch sehr arg Wellen gemacht hat. Und deswegen habe ich mich schlussendlich entschieden, dass ich das nochmal anders konstruieren will. Ich habe leider alle vier Teile gleich ausgedruckt, weil ich dachte, ja, das wird schon passen, aber ich hätte hier eines drucken sollen, dann den Stoff nähen sollen und mir das dann anschauen sollen. Naja, im Nachhinein ist man immer klüger. Dann habe ich eine zweite Konstruktion gemacht, auch wieder so einen Halbkreis ausgeschnitten, dann so eine Art Hantel und die habe ich dann da dran gebaut, dass sich da so eine Lasche reinmachen kann. Und dann habe ich auf der anderen Seite so versucht, drei so eine Art Zahnradzähne ganz simpel konstruiert reinzumachen. Und da habe ich dann ein Gegenstück dazu auch gemacht und mit diesem Gegenstück habe ich mir vorgestellt, dass ich das dann aufeinander pressen kann und da im Endeffekt den Stoff an der einen Seite mit einklemmen kann, damit er immer schön gespannt ist. Dann habe ich dazu noch entsprechend ein Loch reingemacht, dass da eine Schraube rein kann, weil das Ganze muss ja natürlich auch am Stuhl entsprechend fixiert werden. Und ja, dann habe ich das Ganze nochmal gedruckt. Ihr seht dann jetzt den 3D-Druck dazu. Der 3D-Druck war in diesem Fall ein wenig aufwendiger und hat auch ein bisschen länger gedauert zum Drucken. Mehr Volumen dauert immer länger. Und nachdem der Druck fertig war, musste ich entsprechend den Support, also das Stützmaterial, entfernen, weil durch diese Lasche sind ja quasi Überhänge entstanden, die der Drucker nicht ohne unterstützendes Material drucken kann. Und das habe ich dann einfach auch noch entfernt. Und dann können wir mit dem Teil weiterarbeiten. Jetzt kommen wir zum Stoffanteil. Ich habe da mir als erstes den Stoff genommen, habe den mal flach gebügelt und habe dann 25 cm lange Streifen, jeweils zu 4 cm auf den Stoff aufgezeichnet. Die werde ich dann entsprechend aufeinander bügeln. Das heißt für euch, also ein T-Shirt-Stoff wäre zu dehnbar, so ein Jersey-Stoff, aber Jeans-Stoff wiederum fände ich ein bisschen zu hart. Da könnte man dann aber was Festeres nehmen und weniger Lagen machen. Das müsst ihr für euch ein bisschen raustesten, wenn ihr das auch so machen wollt. Und dann habe ich das Ganze ausgeschnitten mal. Dann habe ich es mehrlagig aufeinander gebügelt, um das dann entsprechend gut vernähen zu können. Jetzt kommen wir zum Nähen. Ich habe den vierfach zusammengebügelten Streifen dann längs komplett zusammengenäht und auch an einer Stirnseite.
Nach dem Vernähen müsst ihr das Ganze jetzt nach rechts drehen. Das ist gerade bei so einer länglichen Geschichte sehr aufwendig oder einfach mühsam, weil das geht nicht so einfach, wie wenn man Bettlaken nach rechts dreht. Also da müsst ihr auch schauen, ob das passt mit eurem Stoff, mit eurer Qualität, weil wenn das nicht geht, dann kann man das Teil nicht so anbringen, wie ich das jetzt gemacht habe, und dann sieht es vielleicht nicht so schön aus. Im nächsten Schritt habe ich dann diesen Stoffstreifen schon mal an den 3D-Druck angebracht und geschaut, wie das passt, so mit der Länge. Weil, was jetzt wichtig ist, wir müssen uns eine grobe Länge wählen, damit wir wissen, wie wir die Lasche entsprechend schließen, sodass dieses Stoffteil gehalten wird. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, dann können wir das Ganze jetzt mit der Nähmaschine schön vernähen. Da muss man ein bisschen vorsichtig dabei sein, weil bei mir, ich nähe da jetzt zum Beispiel 8 Lagen Stoff aufeinander und das ist schon immer ganz so ohne. Deswegen nähe ich das eigentlich nur in der Mitte, da sind die Stoffteile schön flach und an den Außenkanten nähe ich jetzt nicht so stark, weil bei der Faltung wird es dann meistens noch ein bisschen dicker und das wollte ich meiner Nähmaschine dann doch ersparen. Jetzt sind wir eigentlich mit der Produktion, sage ich jetzt mal, unseres Kratzschutzes schon fertig. Jetzt können wir an die Montage gehen. Und zwar, ich habe das einfach dann mal so draufgeschoben. Dann muss man da ein entsprechendes Loch reinbohren, weil das ist doch ein relativ hartes Holz bei diesem Kniestuhl. Und ich habe mir das dann auch nochmal ein bisschen markiert, damit ich das runter machen konnte und dann nochmal frei bohren konnte. Und am Ende habe ich das dann, nachdem das Loch tief genug war, draufgebaut. Dabei muss man dann die Lasche schön straff ziehen, aber schauen, dass das Ganze eben nicht verrutscht, damit man auf dem vorgebohrten Loch landet. Hab dann das Gegenstück dieses Verzahnungsteils genommen und schraubt das Ganze dann fest. Im ersten Montageansatz hatte ich dieses Teil, dieses Kunststoffteil hier vorne, das heißt, das ist einfach so gedreht, ja. Habe ich dann aber gleich festgestellt, das ist eigentlich blöd, weil wenn man so einen Kniestuhl mal hinstellt, irgendwie also zusammenfaltet, ja, und hinlehnt irgendwo, dann stellt man den so auf. Ja, und wenn man den so aufstellt und ihr seht jetzt, dieses andere Teil wäre vorne, also dieses Teil wäre vorne, dann würde mir es nämlich direkt den Boden verkratzen. So ist es natürlich besser. Das heißt, ich habe dieses Schraubteil immer nach innen des Stuhles angebracht. Und am Ende sieht man hier, wie die Teile montiert aussehen, von unten, alle 4 Stück, und die sind jetzt so einsatzfähig. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, das war eine schöne Geschichte für euch. Ihr konntet sehen, wofür man einen 3D-Drucker und eine Nähmaschine gemeinsam verwenden kann. Also ich finde das immer ganz schön, wenn man mehrere Werkzeuge miteinander kombinieren kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.